Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome und natürlich auch Engladon zu einem neuen Part. Let's go Evoli. Pokémon Let's Go Evoli. Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Es wird immer verrückter. Mit der Zwergenfee, dem Zwergenfürst und der Evoli und dem Pikachu und meinem gesamten Pokémon-Team hier in, ich weiß nicht mehr, habe es so lange nicht mehr gespielt, aber wir gehen jetzt aufs Boot, wie es ausschaut, auf die MSN, und da wollen wir heute hingehen. Die MSN ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Orania City halt. Genau da sind wir, in Orania City. Na dann. Willkommen auf der MSN. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Allerdings habe ich ein Ticket. Du zeigst den Matrosen ein Bootsticket. Vielen Dank. Willkommen an Bord. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. In diesem Fashion-Outfit kann die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Matrosenset. Cool. Ahoi, Matrosen. Ich muss meinen Look gleich ändern. Den braunen Pfadfinder-Look. Du verstaust das Matrosenset im Klamottenkoffer. Auch für Evoli. Das wäre mal cool. Ich bin schon gespannt, wie die MSN hier in Pokémon Let's Go Evoli aussieht. Aber hallo. Da bin ich richtig gespannt. In Pokémon Gelb hatten wir sie schon mal. Hier bin ich wirklich gespannt drauf, wie sie das umgesetzt haben. Werden wir gleich sehen. Outfit für Blackie wählen. Ja, kann die auch Matrosen... Matrosenkappe, nice. So, Kleidung. Matrosenshirt. Ahoi, Matrose. So, zu Zwergenfee wechseln. Kann die auch Matrosen... Klamotte tragen. Matrosenkappe. Ahoi, ei, ei. Oberteile, Matrosen-Oberteile. Hui. Und jetzt wird's hier ganz fesch. Hosen, Matrose. Alles ganz matrosig. Schuhe, Matrosenschuhe. Ja. Ahoi, sag ich nur. Matrosentasche. Seebeutel, so wie es ausschaut. Na dann sind wir doch gewappnet für die Fahrt mit MSN. Ja. Die Matrosen. Oh, da haben wir die MSN. Nice. MSN. Oder N. Der Mordi schon wieder. Zwergenfee. Da bist du ja endlich. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Es wird nur so von Trainern. Oh, das Blau. Sieh an, das ist die Zwergenfee. Ach, und Mordef auch. Wo man sich mal über den Weg läuft. Hallo, Blau. Machst du eine Kreuzfahrt? Nee. Ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber gerade schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es ein Menge Souvenirs zu erwerben. Hier, ich gebe euch gerne was ab. Gentara-Salbe. Okay. Von Blau. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Ah, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Ja, das sind ganz viele Typen. Kannst du laut sagen? Mittlerweile hört man ja überall von ihren üblen Machenschaften. Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt
um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei, passt gut auf euch auf. Verstanden? Verstanden. Ei, ei. Na, da sind wir auf der MSN. Und werden mal ordentlich kämpfen. Mal schauen, was es hier alles so für Herausforderungen und Trainer gibt. Ja, eine gelbe Couch. Und wer kennt noch das gelbe Kissen aus der vierten Generation aus Pokémon? Ich glaube, Pokémon, das mit Giratina. Was war das Pokémon? Diamant, Pearl nicht, sondern Pokémon Platin. Platinum. Einige Passagiere sind schon so lange an Bord, dass sie sich nach Abwechslung sehen. Wundert dich nicht, wenn dich der ein oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Och, da kann ich ein bisschen trainieren. Na hier, die gelbe Couch, der hat mich daran erinnert. Fans der vierten Generation, Kinder der vierten Generation, die das gespielt haben, und kennen, dass man im Untergrund gelbe Kissen gesammelt hat. Das war was ganz Ebenes. Das gelbe Kissen. Ja, die guten alten Zeiten. Ja, so, wo wären wir denn hier? Ein flänzender Opa. Weißt du, was der größte Luxus ist? Mein Kind, ein ausgedehnter Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. Was? Nein. Kannst du auch an Land faulenzen. In der Koje bleiben. Auf Kreuzfahrt. Nee, nee. Ein Gentleman, wie es auch schaut. Wen haben wir denn hier? Wer bist du denn? Hier, einfach ohne ein Wort reinzuplatzen. So ein unhöfliches Kind. Herausforderung von Gentleman. Robert fordert dich heraus. Robert. Das ist was aus mir herausgeplatzt. Nee. Ich schäme mich. Dann würde ich mal Doppelkick versuchen. Los, Blacky, Doppelkick. Badatz, badatz, badatz. Was? Ja, Doppelkick. Sorry. Ich kann nicht bis 3 zählen. Rutschkeep. Zack. Ja, das geht auch schnell. Den Vulcano kriegen wir hin. Den kriegen wir gebacken. Und er kriegt uns gebacken, wie es gerade aussieht mit seiner Verbrennung. Und dann noch einmal. Biss. Na komm. Zerbeiß es. Zerreiß es. Zerrupf es mit deinen Zähnen. Na komm. Zack. Ja. Oh, die Verbrennung, die ist nicht gerade super. Hoch zu gehen. Zack. So, zack, 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 die Duster, wie wir den doch besiegt. Es wäre doch gelacht, wenn wir es nicht hinkriegen würden. Na komm, Doppelkick. Ja, Flaggerbrand wird hier nicht so viel bringen. Auf das Vulcano. Na komm, zack. Das kriegen wir doch hin. Na komm, Blacky, streng dich mal ein bisschen an. Okay. Kerzchen. Ruckzuckieb. Na komm, Attacke. Na, schon im roten Bereich. Das sieht doch super aus. Wir sind allerdings auch im roten Bereich. Ah, verdammt. Ja, sogar sehr. Oh, Mist. Na komm, hoch zu Kieb, ein letzter Schlag. Na komm, hau rein. Hau rein. Eine reine. Ja. Hau rein. Robert wurde besiegt. Du hast wirklich keine Manieren. Nur erst 3 Pokébälle und ein wenig Geld. Und die Geste kriegt aus dem Kampf gegen den Robert hervor. So schaut's aus. Vielleicht kann ich in meinem Team vielleicht noch die etwas schwächeren nach vorne setzen. Oh, ja, die Mira. Die könnte vielleicht neu trainiert werden.
Wie sieht's denn aus mit den Attacken? Ja, der Falcon spielt wieder verrückt. Alles klar. Bewegen. Ja, die kann mal trainiert werden. Und ja, Kit wäre auch nicht ganz falsch. Und dann der Takiro, ja. Und so weiter. Machen wir das mal so. So, was haben wir so an Heilungsmitteln im Gepäck? Tränke haben wir ein bisschen was. Eisheiler haben wir, Feuerheiler müsste man. Ja, Feuerheiler haben wir. Das ist gut. Ja, jetzt nicht alle Tränke auf einmal verschwenden auf dem Schiff. Okay, Feuerheiler. Das kann Ivoli gerade sehr gut gebrauchen. Atz. Ja, sehr gut. Haben das auch mal verschwendet. So, hier hinein. Einmal über reinschauen. Dafür haben wir heute mal Zeit. Nehmen wir uns die Zeit. Du siehst müde aus. Ruh dich doch am besten hier kurz aus. Oh, Heilung. Dann war ja die Tränke uns sparen können. Ich wusste es nicht. Oh, entschuldige, war dir das zu aufdringlich? Ich habe ihm bloß Sorgen um dich gemacht, weil du mich an mein kleines Schwesterchen erinnerst. Ja. Mit der Matrosenuniform bestimmt. So wissen wir jetzt, dass wir uns dort wieder heilen können. Und Tali ist eine dicke Mauer, da kommen wir nicht so leicht rum. Nicht Tali. Sorry, falsches Spiel. Modi. Freundin, ich hätte gern etwas Süßes. Bringen Sie mir doch bitte in Vanilleschnitte. Sieht zwar aus wie ein Matrose, aber ich bin kein Matrose. Hey, ich bin nicht... Naja, gut. Oh, Pummeluff. Ne, Knuddeluff. Knuddelknuddel. Ja. Hier das Kind, was mit dem Knuddeluff spielt. Mein Knuddeluff und ich gehen immer zusammen auf Reisen. Ich will meinen Pummeluff gar nicht entwickeln. Das ist Knuddeluff, das ist doch hässlich. Pummeluff ist süß. Ich hab doch einen Pummeluff, oder? Ja, Mira ist ein Pummeluff, oder? Hör ich mich da. Pummeluff, Pummeluff. Ja. Kann hoffentlich Schlafattacke und Gesang einsetzen. Ach, so ein Kreuzfahrt ist einfach wundervoll. Ja. Ich war direkt noch, also direkt auf einer Kreuzfahrt war ich noch nie, aber so mit einem Schiff über den Ozean gefahren bin ich schon, ja. War nicht schlecht. Meine Pokémon stammen aus aller Welt. Du musst sie dir mal ansehen. Ein Kampf. Ein weiterer Kampf auf der MSN. Schöne Schönheit Alexis fordert dich heraus. Nein, nein, Alexis. Taubsi. Setz zwei Pokémon. Uha. Na dann. Müssen wir wohl heftig kämpfen. So, was kann ein Mira? Was? Noch kein Gesang? Ein Pummeluff, was kein Gesang kann? Gibt's doch nicht. Level 17 gegen Level 13. Alles klar. Da habe ich auf jeden Fall Chancen. Ja, ich versuche trotzdem zu kämpfen. Auch mit Schwachen. Später wird es auf jeden Fall nicht mehr so schwach sein. Die Mira. Na komm. Und nochmal. Pfund. Attacke. Okay. Heilung. Nein. So ein Mist. Das Ding kann sich selbst heilen. Mist. Duplex-Hieb. Na komm. Jetzt geht das. Ruheort, ach, was für eine blöde Attacke, was für eine saudämliche Attacke. Warum kann ein Taubsi Ruheort? Da bin ich doch ewig mit beschäftigt. Ja, das ist keine sehr effektive Attacke. Aber bringt mehr als der Rest. Versuchen wir es weiter. Und zu tief, zack. Ja, wir sind halt noch ziemlich schwach. Na komm. Warum darf das Taubsi mal als erstes einsetzen? Verdammt! Verdammt! Na komm, na verdammt! Meine Leber habe ich nicht mit dabei, oder? Mist.
hätte was werden können. Ein bisschen Training von dem Pummeluff. Pikachu, jetzt bist du dran. Ich guck mal kurz. Habe ich was in meinem Beutel? Ja, ich habe mir lieber. Warte. Da verschwende ich doch einen. Nein. Ach, verdammt. Habe ich jetzt einen Belieber auf Pikachu verschwendet? Ist doch nicht wahr, oder? Habe ich jetzt nur noch zwei? Nee, ich habe drei. Naja, verdammt. Joy-Con. Ja, die Joy-Con-Steuerung ist jetzt hier wirklich für den Arsch. In dem Spiel. Da habe ich schon die ganze Zeit zu klagen. Aber was soll's. So, Pikachu muss gerade mal hinhalten. Trinkchen für das Pummeluff. Zack. So, da wird wieder geheilt. Flügelschlag. Na komm, ich will das Ding noch trainieren. Das Ding. Das klingt so falsch. Na komm, Pokémon. Ja, nicht Roulette, sondern ich möchte sie einwechseln. Und bestimmt das Pokémon. Na komm, Pummeluff. Ruhrort. Ja, das ist schon wieder. Das ist so eine dreckige Attacke. Verdammt. Mach doch nicht sowas. Du Plexieb. Na komm. Lass dich nicht so leicht einkriegen. Lass dich nicht so leicht fertig machen. Was? Das war's schon. Ja, dann wechsle ich mal das Pokémon, damit wir vielleicht ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. Alles klar, kann wohl unterschiedlich stark sein, diese Attacke, wie es ausschaut. Los, Pikachu! Setz dem Ganzen ein Ende. Du bist dran, Donnerschock. Na komm, das wird doch wohl den Taubsi den Chaos machen. Oder auch nicht. Hilfe. Flügelschlag. Ach, verdammt, Mist. Pikachu. Dann wohl Takeru. Ja, alle kämpften hier in diesem einen Kampf. Rankenhieb. Ja, der kann Schlafpuder. Alles klar, Pummeluff kann keine Schlafattacke. Aber, ups. Das war sehr effektiv, wie es aussah. Im Kopfschuss. Na komm. Oder war es gerade schwarz? Na komm. Ja, Taubsi wurde besiegt. Aber da war noch ein zweites. Na komm, Mira ein paar. Blick hier recht Level 20. Joa. Weiterkämpfen. Ja, das war jetzt nicht die beste Idee. Oh gut. Pikachu. Pikachu gegen Takeru. Auf jeden. Schlafpuder. Vielleicht kann ich es erstmal damit hinstellen. Na komm. Wenn ich nicht gleich mehr aufwacht. Ein weibliches Pikachu, wie es aussieht. Man kann mal in dem Schwitzchen. Ja. Nehmen Scheif. Ja, ich möchte Mira einsetzen. Kann vielleicht Mira jetzt ein bisschen kämpfen, wenn es schläft und es dann scharf bleibt. Na komm, zurück, Takeru. Zu Mira. So, du ein wenig. Mira schläft tief und fest. Das ist gut. Kann ich vielleicht ein wenig einsetzen, bevor es mich aus den Latschen haut. Mira ist aufgewacht. Ja. Nee, das war ja klar. Na komm, trotzdem, Pummeluff. Hau rein, ja, genau so. Hau rein. Was? Joa, das ist doch schon super. Jetzt hält es nur noch ein bisschen aus. Und Doppelkick. Ah. Verdammt. Zweimal getroffen. Ja. Ah, verdammt. Doppelteam, ja. Kannst du machen. Ah, verdammt. Spannend. Du Blexi. Na komm. Noch ein drittes Mal. Nein. Beutel. Na komm, ich will mal jetzt mit Pummeluff, nicht mit Pummeluff einen Kampf gewinnen. Ich weiß, der Kampf zögert sich dadurch hinaus. Aber ja,
Komm, Mira, du kriegst das hin. Vertraue auf dich. Du kriegst diesen Kampf gebacken. Und dann noch einer. Hui. Paralysiert, ja gut. Das ist jetzt praktisch. Duplex Hieb. Noch weniger AP übrig. Attackenpunkte. Na komm, zack. Zack, wisch ihm eins aus. Ja. Weibliches Pikachu. Na komm. Drei hast du noch. Komm, hau rein. Das ist gut, dass dir die ganze Zeit mit einsetzt. Duplex Hieb. Na komm. Mach mal was. Okay, das ist nicht so gut. Zumal getroffen. Paralysiert. Ja, verdammt. Na komm. Attacke. Attacke. Nicht dich, Pikachu. Ich meinte dich. Nicht dich. Duplex Hieb. Ja. Gerade hat man vielleicht ein bisschen Trampeln und Donnern gehört. Ja. Das sind die Nachbars. Mira wurde besiegt. Ja, ich bin hier in der Mehrfamilienwohnung. Quatsch. Was laber ich da? Nicht in der Mehrfamilienwohnung. Das wäre Blödsinn. Ja, ich habe meine Roomtour gesehen. Das ist nicht der Fall. Ja, okay, Mira besiegt. Ich habe eine Wohnung, ja. In einem Gebäudekomplex. In der Wohnung halt. Da sind auch andere Familien. Und das donnert dann schon ab und zu mal ein bisschen. Aber das habt ihr schon mitbekriegt. Und ich krieg dann in meinen Videos. Ist halt so. Kommt vor. Ist leider mal so, wenn man mit anderen in einem Haus wohnt. Ich gewinne 1020 Pokémon-Dollar und gehe siegreich zu einem Kampf. Lab. Reden kann ich auch nicht mehr. Lal. Drei Pokémon-Bälle, siegreich aus dem Kampf, gehen sie hervor. Na dann, ein Item. Ach, fast noch ein Kampf. Ach du Schande. Kommen wir hier gar nicht mehr voran. Das hört hier nicht mehr auf. Knirps ist der nächste, der was einsetzt. Da ist hoffentlich ein ziemlich starkes Item drin. In dem Pokéball dort hinten. Da musst du uns durch zwei Kämpfe kämpfen. Wenn es das mal nicht wert ist. Ein Mankey. Krankenie. Na komm. Oha, das bringt was. Das ist effektiv. Na komm. Anknie, zack, mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Musst du nicht. Na komm, zack. Menki, besiegt. Nice. Menki noch besiegt, Takiru. Ach, ich glaube 17. So. Und da haben wir den Knirps auch ganz schnell besiegt. Na dann, jetzt vielleicht. Ein Paraheiler. Ja, das ist. Ja. Wir sind ja nicht deswegen gekommen. Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gegönnt. Ohoho. Ja. Noch nicht mal ein Sieg gestochen. Der Gentleman will auch wieder kämpfen oder was? Stören wir ihn mal bei seinem Mittagsschlaf im Sitzen? Ich bin ein Mitglied der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket, dicht auf den Fersen. Na dann, wollen wir ihn nicht stören. Bei seinen Ermittlungsarbeiten. Die Stimme wird gerade schwächlich. Ja. So. Moin moin, du Landrade. Ich arbeite als Schurz auf dem Kran.
Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann, ne? Sehr gesprächig bist du aber nicht. So schaut's aus. Hey, hier ist nur eine Küche. Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Also störe mich bitte nicht. Ja, ich lasse dich in Ruhe. Schnipp, 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 schnipp. Ich schäle hier Tag ein, Tag aus Kartoffeln. Schnipp, 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 schnipp. Mhm. Die schälen auch Kartoffeln. Kennst du Relaxo, seines Zeichens Feinschmecker-Pokémon? Es gibt kein anderes Pokémon, das so viel frisst und schläft. Ja. Wenn ich ein Pokémon wäre, wäre ich bestimmt ein Relaxo. Schnief, schnief. Ich schäle hier Tag ein Tag aus Zwiebeln. Schnief, schnief. Und du, ich bin hier der Chef, der Cuisine. Der heutige Hauptgang ist Bodycheck Steak. Die Gäste werden es lieben. Hättest du ein bisschen Französisch sprechen können sollen. Cuisine. Du findest eine Sprühdose Superschutz. Du verstaust das Item im Beutel. Ja, und euch beide? Eine Glosche bewirkt, dass die angerichtete Mahlzeit länger warm bleibt. Gloschen, das sind die silbernen Metallhauben, die man über Teller stülpt. Aber das wusstest du bestimmt schon. Na, auch mal, weil du was dazugelernt, wie im Pokémon-Spiel. Bist du? Hey, aus dem Weg, du Leichtmatrosin! Hey, ich bin Leichtmatrosin. Beleidigung. Ja. Und hier oben geht es standardmäßig weiter mit den Kämpfen. An Bord dieses luxuriösen Kreuzfahrtschiffes befinden sich Trainer aus aller Welt. Einfach jeder will bei uns mitreisen. Jedes Mal, wenn wir im Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Trainer ein, die mit uns feiern dürfen. Ja. Oh, hier sind noch jede Menge weitere Räume. Ja. Hört gar nicht auf, das Schiff hier. Und lauter weitere Trainer. Hoch aufs Deck. Ganz nach oben wollen wir mal hinaus. Der Captain ist ein Meister des Schwertkampfes. Vielversprechende Talenten zeigt er sogar, wie man die geheime Technik Spaltschnitt meistert. Oh, da müssen wir mal zum Technik, und den herausfordern. Evoli. Blacky ist ganz aufgeregt. Was gibt's denn da? Blacky will offenbar weiter vorne auf dem Schiff sich umsehen. Aha. Und das sind standardmäßig Trainer, wie es ausschaut. Ja, das ist auch schon der erste. Hey du, wie wäre es mit einem Kampf gegen eine Matrosen? Ja. Wäre da besser, wenn mein Pokémon-Team geheilt wäre, aber ja, das kriegen wir noch hin. Die beiden Quapsel und Takiro. Ja, wenn ich noch fit wäre, wäre das gar nicht schlecht. Rankenhieb. Na komm, kriegen wir vielleicht hin. Ja, na komm, das muss den noch fertig machen. Ja, Pflanze gegen Wasser. Rankenhieb. Zack. Na komm, Takiro, das kriegst du doch wohin. Den kriegst du fertig. Na komm, zack. So, Quapsel besiegt. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt gleich. Ja, du bist überraschend stark. Du gewinnst 1080 Pokémon-Dollar und gehst sicherlich aus dem Kampf gegen den ersten Matrosen hervor. Du hast 3 Pokébälle. Batterie wird gleich alle, die Kamerabatterie. Na dann. Ahoi, wirst du an Bord etwa seekrank? Ich doch nicht, nein, nicht an Bord. Ich bin nicht seekrank. Ich bin seetauglich. Matrose hängt hier von dich heraus. Ein Holländer oder was? Klingt so. Wie heißt das Pokémon? Jumbo aus Europa, ja.
Rankenhieb, ja. Versuch's weiter, Takiro, solange du noch kannst. Das ist nicht mehr lange, aber ja. Pflanzen-Pokémon, das wäre jetzt effektiv gegen... nein, ich will nicht die Shuffle-Funktion. Ich will ein bestimmtes Pokémon einsetzen. Na. B-Knopf. B-Knopf. Ja. Hallo. Joy-Con. B-Knopf. B. Der macht mir auch manchmal Sorgen. Der Joy-Con. Ich hoffe, ich werde hier nicht schlecht beim... bei diesen dauerhaften Aussetzern. Pepe. Der kann noch was einsetzen. Oh, ist immer wieder zu kotzen. Ja, hätte man mal den Pro-Controller, ich sag's immer wieder, hätte man einen Pro-Controller zulassen sollen für dieses Spiel. Aber ich spiele mit dem scheiß Joy-Con. Ist auch klar, dass das mal Aussetzer gibt. Naja. Man kann nicht alles haben. Ein super geiles Spiel mit super geiler Grafik und dann auch noch Spitzensteuerung. Auf irgendwas muss man ja verzichten. Das perfekte Spiel wäre ja zu gut. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Rankenhieb. Ja, auf die Kamera hätte ich aufpassen sollen, dass die nicht ausgeht. Oh, upsala. Semacholo. Ja. Ist jetzt Rankenhieb vielleicht nicht mehr ganz so effektiv. Obwohl. So, Rankenhieb. Bei der ersten Arena hat es ja auch geholfen. Bei Rocco hat es was gebracht. Versuchen wir es. Los, Pepe. Spring dich an. Mach weiter. Solange du kannst. Und das war's. Pepe wurde besiegt. Ja, mein Team ist geschwächt. Kit. Und du bist an der Reihe. Kämpfe. Sei stark. Ja, wie wär's mit Flügelschlag? Kämpfe sei stark, wie wär's mit Flügelschlag? Das reimt sich doch. Und deshalb gewinne ich auch hier. Zack. Den Holländer haben wir besiegt. Du gewinnst 1080 Pokémon Dollar und gehst gleich aus dem Kampf gegen den Holländer hervor. Matrose, du hältst 3 Pokébälle. Na dann. An der Spitze des Schiffs. Woli. Woli, Woli. Ja, ich bin der König der Welt. Ja, das will man immer mal machen. Mickey und du blickst zusammen auf das endlose Meer hinaus. Das ist doch genau so eine Szene. Das wäre doch gut, wenn sie es jetzt mal nachspielen würden, wenn es Mordiv kommen würde. Ich bin der König der Welt. Das machen sie jetzt hier mit Evoli. Evoli ganz vorne auf der Spitze. Blicky sieht sehr glücklich aus. Tja, nice. Ich bin der König der Welt. Ja, Titanic. Durchaus guter Film. Ich sag nicht schön, aber gut. Kann man nicht. Manche mögen es nicht. Ich mag es auch nicht so wunderbar. Also ist nicht mein Lieblingsfilm, aber dass es ein guter Film ist, kann man ja nicht bezweifeln. Mir ist total übel. Ich hatte gehofft, etwas frische Luft würde vielleicht gegen die Seekrankheit helfen. Tja, als Trainer an Bord. Ja, das macht man auch. Das ist immer Pflichtprogramm, wenn man auf Deck ist, an einem Kreuzfahrtschiff. Sich vorne an die Spitze stellen und den König der Welt machen, der König der Welt sein. Klingt nach einem Thumbnail. Kriegen wir doch bestimmt was hin. Okay, hier das obere Deck. Wollen wir das noch abklappern in diesem Part? Ja. Oh, da kommt Mordiv. Hey, Zwergenfee. Ein Kampf gegen Mordi oder was? Da oben ist die Kabine des Captains. Wenn du ihn fragst,
bringt er dir vielleicht die geheime Technik bei, für die er bekannt ist. Ja, dahin war ich auf dem Weg. Gerade sah er leider gar nicht gut aus. Scheint seekrank zu sein. Was, der Captain ist seekrank? Und dann hat er wohl seinen Beruf verfehlt. Irgendwo bei der Berufswahl oder was. Und du solltest ihm trotzdem einen Besuch abstatten. Ach ja, bevor du hochgehst, lass mich doch eben überprüfen, wie gut deine Pokémon trainiert hast. Ja, aber erst im nächsten Part. Bis dann und ciao. Ich mache jetzt hier mal eben einen Schnitt. Ciao, ciao. Kommt jetzt in den nächsten Part mit rein. Das schneide ich da erst mit rein. Ich muss das jetzt weitermachen, aber jetzt Schluss für diesen Part. Bis dann. Ciao, ciao.